Jordan. Mal ein bisschen das hier und ja, das macht so wunderschön. Die Musik ist traumatisch. Tschüss. Autsch. So, das ist. Das ist hier der komische Typ wieder. Antipersonen googeln. Du dummes Ding! Bams. Wieder wegfliegt! Oh, ach so, da. Hallo! Warte mal, eben haben die nicht eben gerade gegen den gekämpft? Die Pumpensteuerung sollte sich hinten befinden. Aber eins noch. Sobald du anfängst, Dionysus Park abzusaugen, bleibt uns nur ein winziges Zeitfenster, um dich dort reinzukriegen. Ich habe nicht mehr viel Luft, aber ich halte durch. Mach dich bereit, bevor du den Schalter umlegst. Okay. Bereit machen. Hältst du mich für eine Tyrannin, Delta? Eine Tyrannin, die den Traum eines toten Mannes an sich reißen will? Die Stadt ist nichts. Rapture muss sterben, damit Eleanor sich aus ihren Trümmern erheben kann. Erlaube mir, es dir zu demonstrieren. Lärm überlastet die Pumpen. Gleich stürzt alles ein zum Dionysus Park. Beeil dich! Aber immer doch. Alles so schön. Das ist auch eine Sache, die ist. Die gab es im Einsatz so jetzt nicht. Ich möchte, dass du dir diesen Moment einprägst. Dieser bestialische Marsch durch Geschrei und Finsternis. Das ist unsere Existenz. Los da jetzt, Junge! Ich mach so schnell ich kann. Geh mir nicht auf den Keks. Und wieder unter Wasser. Das ist schön. Sieh hin. Das ist die Welt, die du anstrebst. Du. Allein. Unter den Toten. So. Oh, wir sind wieder draußen. Das heißt, hier können wir wieder... Na? Wir können hier wieder sammeln. Mini-Adam. So. Da haben wir schon das Maximum. Schwere Nieten.
glaube aber nicht, dass hier irgendwas... Doch, da! Ich dachte, ich habe es glitzern gehört. Nach hier. Haben sie aber sehr, sehr, sehr schön gemacht. Kann ich immer nur wiederholen. Inhalt wird gespeichert. Freut mich immer wieder zu hören. Dionysus Park gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. Komm auf zur Bahnstation. Dort treffen wir uns. Anscheinend ist der Gute hier wieder mit Luft versorgt. Das ist gut. Hä? Ja, da hier vieles überschwemmt war, würde ich mal ganz salopp sagen, dass hier auch diese Adam-Schlangen sind. Schlangen, nicht hier Schnecken. Weil, wenn man das... Okay. Wenn man das nämlich nochmal ein bisschen wiederholt... gedanklich wiederholt, war es nämlich so gewesen, dass die Schlangen am Schluss, glaube ich, überlebt haben, wenn man die Little Sisters ausbeutet. Nur so viel zu der Info. Aber das ist sehr, sehr schön gemacht, diese Korallen und sowas. Sehr, sehr schön. Auch, dass sie hier alles wirklich so gemacht haben, als wenn das mal jahrelang unter Wasser gestanden hätte. Sehr, sehr geil. Diese Chips sind ja super lecker am Mundstand an. An sich. Und es ist auch kein Künstler, Sander Cohen. Oh nein, nicht Sander Cohen! Apropos Sander Cohen. Da muss ich mich übrigens auch berichtigen, der hat was anderes gedacht. Der hat nämlich, glaube ich, statt Kritiker hat er Spießer oder sowas gesagt. Na, ja, aber egal. Okay, das hat mir ein bisschen Dings abgezogen. Bisschen lief, egal, ich hab sowieso noch. Ich will dahin! Ich will dahin! Bin ich irgendwie irgendwo? Was finde?
ich dieses Tor aufkriege. Oh nein, ist ihr. Mein Houdini. Achtung! Subject Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Was so von hier? Kamus. Von hier aus Kamus. Und jedes Mal laufe ich hier dran vorbei. Ich hoffe, ihr wisst auch, warum es diese Tür einfach öffnen müsste. Weil ist praktisch. Kriege ich nur Waffen-Upgrades. Verbesserung. Du hast jetzt hier aber einen Code. Tja, ich bin drin. Meine Wenigkeit ist das jüngste Mitglied der Familie Ranchers. Ich habe Wales was verzapft von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. Ich kann auch hier nicht alles durchgehen hier, und das ist doch... Das ist doch doof. Bandagen. Und glaubt mir, ich lauf zurück, wenn es sein muss. Liebes gelbäugiges Mädchen, mein Name ist Billy und ich habe dich neulich am Karussell gesehen. Ich finde dich sehr hübsch. Dein blaues Kleid gefällt mir und auch dein Lied über die Engel. Meine Mom sagt, dein Dad macht dir Angst, aber ich finde, er ist stark und nett, so wie ein Held aus einem Comic. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe es im Keller versteckt, damit niemand es findet. Der Geheimcode für die Tür ist 1080. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, winke ich, dann weißt du, dass ich es bin. Oh ja, jetzt habe ich endlich den Code. 1080. Danke. Waffen-Upgrade. Wo ist die Harpune? Harpune. Da. So. Aber? Man sagt mir, dass Lärm auf der Straße gesehen wurde. Ein Exemplar der Alpha-Serie wurde bei dem Zwischenfall getötet. Seine an ihn gebundene Sister wurde gestohlen. Aber der Rat hat keine Zeit für eine Menschenjagd. Atlas füllt die Reihen seiner Marodeure mit jedem weiteren Tag. Egal. Lams Name ist beim Volk bereits verblasst. Sie ist nur mehr ein Gespenst, das vergessen hat zu sterben. Hm.
Eine Rose. Tja, diese Rose wurde wohl niemals angenommen.